So, dann herzlich willkommen zur Abendsendung. Die aufregende Woche geht jetzt dann morgen zu Ende. Morgen wird nochmal, werden die Hexen durchs Dorf gejagt. Der dreifache Hexensabbat findet statt. Ich werde mich hier jetzt, im DAX definitiv zurückhalten. Muss nicht sein, an dem Tag auch zu handeln, beziehungsweise eben auch hier Trades vorzustellen. Das kann sich schlagartig dann ändern und wie gesagt, 16 Jahre schon Future-Handel hinter mir und es gibt doch immer wieder mal eine Überraschung, manchmal auch eine Überraschung, dass es Lethargie gibt, dass man gar nicht denkt, dass ein dreifacher Hexensabbat stattfindet oder wirklich 100-Punkte-Sprünge innerhalb weniger Minuten. Deshalb muss nicht sein. Und im DAX hat hier mal das Schaubild, also die Kaufträgermarke hat auch sich heute ja nicht durchgesetzt im Stundenchart. War Anfang der Woche immer benannt worden, die 10.010. Genauso wie hier im Tageschart, dass es eben auf Schlusskursbasis ein Kaufsignal gibt, dann Richtung 10.300 Punkten. Fand eben nicht statt. Heute dann ein Anfang bärisches Reversal. Hier gab es gerade nur auf der Stundenkerze ein kleines, eine kleine Erholung. Und anschließend ist er bis auf 9.750 runtergesackt. Um dann eben mit der Wall Street, die hat hier ein fettes Reversal, also ein komplettes Tagesreversal auf das Parkett gezaubert. Hier zum europäischen Handel. 9 Uhr eben auch noch ein Hoch und kurz ein bisheriges Verlaufshoch markiert an der 17.400er Marke. Dann eben hier wie grau eben eingezeichnet, dass hier war eben spekuliert, dass es hier ein Fehlsignal gibt, aber allerdings wie auf der Analyse auch von Godmore Trader geschrieben, es muss sich erst am nächsten Tag, sage ich mal, beweisen, beziehungsweise das als wirklich als Fehlsignal entpuppen. Bis zum Mittag hätte sich das schön entpuppt als Fehlsignal, aber natürlich als die US Börsen eröffneten, ging es dann wieder bullisch weiter. Nichtsdestotrotz ist der Anstieg jetzt, auch wenn man den jetzt hier verpasst hat, hier war mal long, da hat man gegeben und also nur eine Mini-Strecke mitnehmen können. Shorts wurden jetzt nicht vorgestellt, es ist eben auch wichtig, dass man bei so einer Aufwärtsbewegung, ist ja wirklich jetzt hier eine wahre Rallye, mal kleinere Teilstücke mitnehmen konnten und eben da nicht komplett auf der falschen Seite liegt. Das lagen wir jetzt auch nicht. Zum S&P habe ich ja noch was geschrieben gehabt, dass hier ein Gap offen ist. Da lag eben zwar auch eine Trendlinie, die war eben jetzt hier nicht gespeichert, dass eben hier das auch auf dem Fahrplan stehen könnte und deswegen der Dow Jones noch ein Stück höher steigen kann. Das ist jetzt eben auch passiert. Ein Gap Close beim S&P 500. Hier war halt nicht ein ganz Absacker hier runter, um einzusteigen, aber das Kursziel eben auch wieder erreicht. Ein Kursziel, was eben auch erreicht worden ist, was leider das Kauflimit 30, 40 Cent tiefer lag und echt, das ist echt zum Mäusemelken. Das Kursziel von 40 Euro wurde eben erreicht, also 4 Dollar stieg jetzt der Rohölpreis eben auch seit Dienstag an. Das ist jetzt hier nur ein, sag ich mal, virtuelles Gap-Kontraktwechsel, denke ich mal. Denke nicht, dass der Ölpreis jetzt in der Nacht 1,5 Dollar angestiegen ist. Aber gut, muss man jetzt auch dann eben abhaken. Wer long gegangen ist, kann sich glücklich schätzen. Hier hat man wenigstens einen Einstieg gefunden in Silber. Und da denke ich mal, morgen
einfach auch als zur Gewinnsicherung, haben wir jetzt ja ein neues Verlaufshoch gemacht, wird morgen auch aus Silber dann rausgegangen und nochmals ja rund jetzt 600 Pips, vor allem im Hoch waren es 700 Pips gemacht. Also die Strecke hier einmal bis 15, nicht ganz bis 16 waren es 700. Die letzte, was waren das für eine Strecke hier? Oh, ich weiß schon gar nicht mehr. Einstieg fand, glaube ich, hier unten statt, waren es 700 Pips. Der Einstieg eben auch bei 15,30. Also es ist das vierte Kauflimit seit eben 14,25 $. Hier wurde zum ersten Mal gekauft. Man hat jedenfalls deutlich durch die Zwischenkäufe und Verkäufe deutlich mehr machen können als der Silberpreis gestiegen ist. Im australischen Dollar gegen US-Dollar wurde verkauft, jedenfalls von meiner Seite aus. Hier ist weiterhin eigentlich ein Kursziel, was schon lange feststeht. Ist natürlich das Währungspaar noch weiter angenähert. Mal schauen, was es am Freitag macht. Im Prinzip, die noch investiert sind auf das letzte Kerzentief setzen und abwarten, ob es noch direkt steigt. Jedenfalls Teilverkäufe sollte man auf jeden Fall in meinen Augen machen. Evotech kommt ein Stück weit runter. Auf Tagesbasis wurde Kauflimit nicht aktiviert. Allerdings wurde eben hier auch direkt eine erste Position gekauft, die zweite Position dann eben zu gegebener Zeit eben unter 3,10. Palladium noch ein Beispiel, ja, was soll man sagen, Kursziel erreicht, leider nicht in das Kauflimit auch reingelaufen. Die Märkte sind hier wirklich sehr trendstark gewesen. Hier ist es auch, beziehungsweise war halt recht ärgerlich, da habe ich den Stopp ein bisschen zu eng gesetzt. Aber gut, jetzt hätte man einen Gewinn erzielen können, aber das Kursziel natürlich noch nicht erreicht. Twitter wurde jetzt ja eingestiegen. Ja, plus minus null aktuell, ganz leicht minus. Sonst gibt es hier noch die Morphosis. Aktie sehr tief eingestiegen oder fast am Tief. Und Stopp ist schon fast auf Einstand. Schauen wir noch kurz den DAX zum Schluss an. Tageschart, ja, viel Aussagekraft nicht. Hier ist das Gap geschlossen worden. Ein weiteres liegt hier unten. Dieses ist so gut wie geschlossen. Und eins liegt ja noch an der 9000-Punkte-Marke. Ja, man darf gespannt sein, wie morgen eben die Märkte beim Hexensabbat reagieren. Oft ist es jedenfalls so, ohne dass ich jetzt hier ja, eindeutig das nachgeforscht habe. Nach dem ersten Hexensabbat im Jahr kann eben sich eine größere Trendwende eben einleiten, ohne dass es jetzt hier noch auf 2080 ansteigt. Also hier, kurzer Überblick, hier sind eigentlich, ja, die Amis sind da eh besser, sage ich mal. Die Gaps sind hier. Ja, das dürfte auch zu sein. Das würde jetzt ja heute wirklich auch wieder fast punktgenau geschlossen. Hier unten ist noch ein Gap offen wieder. Also heißt es ab nach unten. Naja, Spaß beiseite. Also die nächste Woche wird definitiv antizyklische Trades geschalten. Wer das nicht will, nimmt es natürlich nicht mit, aber so eine starke Rallye schreit natürlich nach einer Korrektur und überhaupt dann nach einem Verfallstag.
Danke fürs Zuhören. Bis morgen.